So, willkommen zurück zu meinem zweiten Teil. Und ja, wir haben mit diesem Produkt aufgehört und machen gleich weiter. Und zwar habe ich mir die Aqua, also Balea Aqua Augenroll-On mit Blaualgenextrakt, geholt. Das ist feuchtigkeitsarme Haut. Und so sieht die aus. Das ist das mit den kühlenden Kugeln am Ende. Und die kostet jetzt 2,45 € kostet die. Und ja, mal schauen, wie die so ist. Da ich eventuell nach der Schwangerschaft vielleicht keinen allzu großen Schlaf mehr habe, werde ich die mal austesten dann. Dann habe ich mir noch von Balea die hautverfeinende Clear Up Strips. Porentiefe Reinigung von Nasen, Stirn und Kinn. Das für normale und Mischhaut. So sieht die aus. Und die hat 1,95 € gekostet. Und ich werde die jetzt auch mal ausprobieren. Ja. Dann habe ich mir... Schauen wir mal. Hier den Evelyn Waterpads, 30 Stück gekauft. Die kostet 35 Cent. Die werde ich auch einpacken zu den Kulturtaschen, für die ich da für den Krankenhausaufenthalt. Ja, dann habe ich noch von Balea. Ich wollte keine volle Größe von Duschmittel und weiß ich was mitnehmen in den Krankenhaus. Da habe ich gedacht, ich kaufe jetzt einfach so kleine Probiergrößen. Und zwar einmal die Balea Shampoo. Die kostet 65 Cent. Das ist die Volumen Shampoo mit Kirsche und Jasminduft. Ich denke, für die paar Tage, die ich im Krankenhaus bin, genügt mir das vollkommen und ich finde, es riecht absolut lecker. Also wirklich genial. Und dann habe ich mir von Balea noch die Duschencreme Grapefruit geholt. Die kleine Version auch für den Krankenhausaufenthalt und die hat jetzt, wenn ich es finde, 45 Cent hat die jetzt gekostet. Dann habe ich meinen geliebten Balea Creme Seife Himbeere geholt für 75 Cent. Eines muss ich sagen, irgendwie diesen Duft hier kann einem schon ein bisschen schnell verleiden, aber wenn man es lange nicht mehr benutzt, dann vermisst man es. Also ist so quasi eine Hassliebe-Produkt. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich wollte ich die mir nicht mehr nachkaufen, sondern nur die Mango Papaya. Aber ich habe gedacht, ja, irgendwie wird die mir doch schon fehlen. Deshalb musste die auch in den Einkaufswagen. Ja, und dann habe ich mir noch geholt die Jeden Tag Shampoo Himbeere. Dazu werde ich euch dann auch bald mal ein Review dazu machen. Und die hat jetzt, die habe ich hier oben irgendwo gesehen. Ja, genau, die hat 65 Cent gekostet.
Und die riecht auch wirklich absolut genial, wie das Duschmittel und Bodymousse und Cremeseife. Da muss ich ja nichts vieles dazu sagen. Dann hat mein Schatz noch ausgesucht die Balea Cremeseife Milch und Honig. Und die hat jetzt 75 Cent gekostet. Und ich muss ehrlich sagen, diesen Duft mag ich jetzt nicht so. Ich bin allgemein nicht so Honig und ja, Honig-Fan oder sonst irgendetwas. Aber ja, für zwischendurch ist das sicher nicht schlecht. Dann habe ich mir mein geliebtes Waschgel noch geholt von Balea mit Vitamin-Cocktail. Dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Da habe ich auch schon mal etwas davon erzählt. Und die hat jetzt, wenn ich es finde, 1,65 Euro hat die jetzt gekostet. Und bin noch nicht ganz durch. Der Sack ist immer noch recht voll. Dann habe ich mir von Balea die Cellulite Duschgel mit Koffein und Alge geholt. Integrierte Massagebürste für jeden Hauttyp. So sieht sie aus. Und die hat jetzt 1,95 hat die gekostet. Dann habe ich mir gekauft die Balea Seitenglanz Haarmaske Pfirsich und Seide für stumpfes und glanzloses Haar. Das ist ohne Silikone. Dieses hier. Und die hat jetzt 1,95 gekostet. Und ich habe die schon mal ausprobiert, glaube ich. Und fand die jetzt nicht mal so schlecht, deshalb habe ich es mir wieder nachgekauft. Und an diesem Dings, an dieser Haarmaske konnte ich jetzt auch nicht vorbeilaufen, und zwar den Herbal Essence. Verwöhnende Feuchtigkeit tiefen, pflegende Intensivmaske für trockenes, strapaziertes Haar mit hawaiianischen Kokosnuss und Orchideenextrakten. Und die hat jetzt 3,95 Euro gekostet. Und aus diesem Ding konnte ich auch nicht vorbeilaufen, weil es einfach so, oh, ich liebe diesen Duft. Ja, also Haarmaske habe ich jetzt auch genug, so wie Shampoos und Duschcreme. Dann habe ich mir die Balea Dusche und Creme Grapefruit gekauft, und die hat jetzt 65 Cent gekostet, und die riecht auch absolut genial. Oh, normalerweise mag ich Grapefruit nicht, aber dieses Duschmittel hier hat mich einfach überzeugt und ja, musste es einfach kaufen. Und dann habe ich mir noch die Ebelin 20 feuchte Waschlappen mit Seidenextrakt gekauft. Für empfindliche Haut geeignet, besonders weich und reißfest, extra groß. Und die hat jetzt, wenn ich es finde, 95 Cent hat die jetzt gekostet. Und die benutze ich eigentlich hier am Schminktisch zum, ich weiß auch nicht, zum, wenn ich etwas euch swatche, damit ich das wieder weg
machen kann. Und ja. Dann habe ich für das Baby, also für meinen Kleinen, habe ich noch Haut- und Kindercreme von Kaufmanns gekauft. Und die hat jetzt, glaube ich, 2,25 Euro hat die gekauft. Dazu werde ich euch jetzt auch nichts mehr sagen, da es zu diesem Produkt einfach schon viele Reviews gibt. Und ich benutze die selber auch als Lippenpflege und ich bin absolut begeistert. Ich habe mir deshalb gedacht, ich werde dieses Produkt auch für das Baby kaufen. Und dann habe ich mir noch geholt die Alveda Sprühkur für 2,45 Euro. Die Zwei-Phasen-Sprühkur mit Aloe Vera und Hibiskus. Ich mag diesen Duft und ich verwende die jetzt aber nicht jedes Mal. Ich denke, ich habe sie jetzt immer nur einmal in der Woche benutzt, weil meine Haare werden dadurch einfach nachher fettig. Aber ich muss sagen, ich kann auf dieses Produkt auch nicht verzichten, da es meine Haare einfach schön glatt und geschmeidig macht und es fühlt sich einfach schön, ja, einfach schön weich an und ja, einfach unbeschreibliches Gefühl. Und deshalb muss ich es mir nachkaufen. Dann, wie gesagt, habe ich hier noch die Balea Repair Pflege Anti-Spliss Serum geholt. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von diesem Produkt. Und die hat jetzt 2,95 Euro gekostet. Dazu folgt irgendwann dann eine Haarroutinepflege und dieses Produkt wird dort dann auch vorgestellt. Und ja. Dann habe ich mir noch für unterwegs habe ich die Ebelin feuchte Tücher gekauft mit Aloe Vera und die kostet jetzt 85 Cent. Ja, die kostet 85 Cent und das werde ich dann auch für unterwegs benutzen, wenn ich dann mit dem Baby irgendwo hingehen werde. Dann habe ich jetzt noch hier von Ebelin eine professionelle Nagellackentferner acetonfrei mit Biotin und Arganöl. Ideal bei brüchigen Nägeln habe ich jetzt mal entdeckt. Ich habe das Produkt sonst noch nie gesehen und habe gedacht, ich muss das gleich mal mitnehmen. Und die hat 95 Cent gekostet. Dann habe ich von Odolme 3 eine antibakterielle Mundspülung, so atemklar gekauft. So sieht die aus. Und wie heißt sie noch? Odol. Und die hat jetzt 3,55 Euro gekostet. Und ich finde, Mundhygiene ist einfach das A und O und deshalb auch die Mundspülung zweimal täglich, ganz wichtig. Dann habe ich mir noch so eine kleine Haarbürste, also Mini-Massagebürste, veredelt mit funkelnden Strasssteinen. Hier sieht man es. Und die hat jetzt 2,45 Euro gekostet. Und es ist auch eine gute Größe für die Kulturtasche, nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, einfach gut für unterwegs. So, jetzt kommen wir noch zum... Entschuldigung, dass ich immer in den Haaren fummle. Und zwar habe ich hier noch Balea Young Soft & Care Porenverfeinendes Serum mit Fruchtsäure gekauft. Sollte das Hautbild verbessern, ist für Mischhaut. Und die hat
9,95 € gekostet. Und ich werde zu dieser grünen Reihe noch eine Review machen. Das sollte irgendwann nächste Woche folgen. Und ja, die werde ich dann auch mal austesten bis dahin, damit ich euch noch besser erklären kann. So, jetzt kommen wir noch zu... Es neigt sich dem Ende zu. Dann habe ich mir von Balea noch die Lippenpflege Fruity Kiss mit Mandarinenduft geholt. Und die hat jetzt... Ich hoffe, es ist irgendwo... Hier. 85 Cent hat die gekostet. Und bin mal gespannt, wie die so riecht. Ich wollte mir ja eigentlich keine Lippenpflege mehr kaufen, aber ich konnte an diesen Sachen nicht vorbeilaufen. Dann habe ich noch geholt den Lippenpflege Lovely Raspberry. Musste auch in den Einkaufswagen. Und die hat 1,45 € gekostet. Und dann habe ich mir noch 3 Parfums geholt von Essence. Die hat jetzt jeweils 2,95 € gekostet. Und ich habe extra immer die kleine davon gekauft. Einmal Like a Walk in the Summer Rain. Dann Like a Day in a Candy Shop und Like a New Love. Habe ich gekauft, diese 3. Und ich mag diese Düfte wirklich alle sehr gerne. Und vor allem auch noch praktisch. Vor allem noch praktisch für die Handtasche. So, dann kommen wir noch zu ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt muss ich ein bisschen schneller reden, was mir sehr leid tut. Dann habe ich hier noch einen Chill Out Bronzer Powder gekauft. Es hat einen leichten Schimmer. Und die hat jetzt 2,95 € gekostet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine neue LE ist oder so. Und hier steht auch nur Chill Out Promotion Bronzer Powder. Und ich habe jetzt von dieser LA habe ich nur das jetzt geholt. Da ich Bronzepuder wirklich über alles liebe, habe ich jetzt einfach mal so eins geholt. Und da konnte ich auch nicht am Alverde Bronzepuder vorbeilaufen. Und die hat jetzt 3,95 € gekostet. Und das ist die 10 Pure Earth. Könnt jetzt nicht lesen, aber ich werde jetzt nicht mehr allzu groß ins Detail gehen. Dann habe ich noch einen Kajal von dem What's Up Beach Babe geholt, und zwar den blauen. Jetzt muss ich das schnell suchen, da hier. 2,15 € hat die gekostet. Dann habe ich noch... Den Blush noch geholt, 010 Berry Glam, das ist ein so Blush Stick und ich mag die Farbe wirklich sehr, so ein schönes Rosé mit leichtem Schimmer. Ich denke, es ist auch gut für den Alltag geeignet. Ich werde die euch jetzt nicht swatchen, da mein Video schon sehr lange geht. Es ist schon wieder 19 Minuten. Dann die hat jetzt 2,75 € gekostet. Dann habe ich mir noch 3 Lidschatten geholt. Und die hat jetzt jeweils 2,65 € gekostet. Oh. Einmal den pinken, die 030. Kaulack.
Was ich dazu sagen will, ist, Khao Lak ist eine Insel in Thailand. Und ja, dann die 020 South Beach. Das war ein gelblich-goldener Ton, was ich sehr schön finde. Und die 010 Bora Bora. So ein schönes Blau. So sieht die aus. Und dann. Oh. Nur noch drei Sachen und dann bin ich endlich fertig und ihr seid mich los. Von P2 habe ich noch den iDream 040 und die hat 2,95 Euro gekostet und das ist so ein schönes Blau. Und ich mag wirklich knallige Farbe, ich bin da richtig experimentierfreudig. Was mit Augen-Make-ups anbelangt und so. Und dann habe ich noch Florence Flash Gloss, Lip Gloss gekauft und die haben jeweils 3,95 Euro gekostet. Und muss sagen, hier hat es so einen Spiegel. Und das ist jetzt zwar einen schieren Lip Gloss, den sieht man nicht. Und wenn man die aufmacht, hat es hier zwei Lichter, finde ich absolut genial. Und ja, dieses Produkt werde ich euch irgendwann vielleicht mal näher vorstellen. Ja, ich will dieses Video nicht allzu lange machen, deshalb ist das Video schon wieder fertig. Ich weiß, es war wieder mal ein Riesen-Haul. Aber wie gesagt, da ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder zu einem DM komme, musste ich jetzt einfach meine Sachen holen. Und ja, ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und es tut mir so leid, dass das Video so lange gedauert hat. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bye!